Unser Wetter heute sonnig. Ein perfekter Tag für Unternehmungen im Freien. Angeln zum Beispiel. Ja! Liebling, Timmy, ihr ratet nie, womit ich heute Morgen überrascht worden bin. Ich habe den Mrs. Dimmsdale-Wettbewerb gewonnen. Ich... Toll, gratuliere, Wiedersehen. Ich sah nicht. Ich meinte, es gibt Regen. Dann kann ich nicht auch mal einen Fehler machen. Kopf hoch, Dad. Auch wenn der Wetterbericht gestern total falsch war. Ich bin sicher, heute liegen sie richtig. Und hier ist unser neuer Wetterfrosch. Der mir im Aussehen ebenfalls nicht ebenbürtige Johnny Niederschlag. Danke, Jeff. Ratet mal, wessen Kuchen den ersten Preis gewonnen hat. Wetter! Nee, ich denke, heute wird es sonnig, bitte. Ah, sag ich wirklich sonnig? Ich meine, frostig! Der Wetterfrosch kann was erleben, wenn ich aufgetaut bin. Johnny Niederschlag wurde von einer wütenden Menge aus der Stadt gejagt. Tragisch, ein verdientes Mitglied der N7-Familie zu verlieren. Ich hab satt, dass ihr zwei diesem Sender und seinem Wetterfrosch mehr Aufmerksamkeit schenkt als mir. Wetter! Daher habe ich mich am Wer-wird-die-neue-Wetterfee-Wettbewerb beteiligt. Und die Gewinnerin des Wer-wird-die-neue-Wetterfee-Wettbewerbs heißt Timmy Turners Mom. Ich hab gewonnen! Was? Wieso hast du uns verschwiegen, dass du daran teilnimmst? Tut mir leid, aber wenn ihr mir endlich mal zuhören wollt, könnt ihr das in Zukunft nur noch um 9, 12, 18, 20 und 22 Uhr tun. Tja, Junge, da deine Mutter eine Karriere beim Fernsehen anstrebt, werde ich mehr Verantwortung für dich übernehmen müssen und dir Mom und Dad zugleich sein. Gut, dass ich diese Puppe gebastelt habe. Hallo, Timmy, ich bin's, Mom. Aha. Lass mich nicht links liegen. Leute, ich habe ein schlechtes Gefühl. Immer wenn der Wetterfrosch eine falsche Vorhersage macht, jagt ihn eine wütende Menge aus der Stadt. Ich will nicht, dass eine wütende Menge meine Mom aus der Stadt jagt. Ich wette, dass sie ihre Sache gut macht. Und für den Fall eine Falle? Was? Und nun die Vorhersage unserer neuen Wetterfee, Timmys Mom. Jetzt zur Zeit ist es ausgesprochen wolkig. Aber die Wolken werden sich sehr bald verziehen. Und dann wird sich in der Innenstadt von Dimmsdale ein Loch auftun. Und dann wird's regnen. Zurück zu Ihnen, Jeff. Eine Einmeldung. Draußen vor dem Studio rottet sich eine wütende Menge zusammen.